heute Abend in Dortmund ist die Weltpremiere. Nummer 1 bei Media Control. Modern Talking. Ja, oh, ich sehe schon, da liegt der Umschlag. Ich gucke einfach schon mal vorher rein, damit ich auch sicher bin. Warte mal, nicht spinksen. Also es geht um den Preis für das Lebenswerk, ja, das Lebenswerk von Künstlern. Und ich kann schon mal so viel verraten, Aaron Carter kriegt ihn nicht, weil Voraussetzung für den Preis des Lebenswerkes ist natürlich, dass man sich seine Schuhe eigenhändig binden kann. Ich bin mir allerdings bei den diesjährigen Preisträgern da auch nicht so wirklich sicher. Ich gebe schon mal einen kleinen Tipp, wer es denn sein könnte. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich stelle mal einen der beiden Künstler pantomimisch dar. Ja, Moment. Stefan. Ja. Also, wer es jetzt noch nicht erraten hat, für den möchte ich einen kleinen Tipp geben. Sie haben gerade ein Lied über ihre drei Brüder gesungen und es sind nicht zufällig Tick, Trick und Track. Die drei Brüder von den beiden heißen Louis, Louis und Louis. Und sie haben einen Freund, der ist ein ziemlicher Angeber, der heißt Geronimo und der fährt einen Cadillac. Ich möchte aber noch nicht verraten, wer es ist, denn diese beiden Künstler haben in ihrer Karriere immer gerne sehr heiße Eisen angefasst und waren sich auch nicht so schade, Tabus zu brechen. So zum Beispiel haben sie 12-mal hintereinander das gleiche Lied geschrieben. Ja? 12-mal hintereinander und damit sage und schreibe 100 Millionen Schallplatten verkauft. Das muss man sich mal vorstellen, das ist eine 100 mit 6 Nullen. Und ich habe da mal was ausgerechnet. Ich muss da gerade mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ein Mensch alleine versuchen würde, diese 100 Millionen Schallplatten hintereinander am Stück zu hören, ja, dann würde er wahrscheinlich nach der dritten total bekloppt. Ja. Und ja, aber damit noch nicht genug. Sie haben überall auf der Welt schon gespielt. Sie haben auf dem Roten Platz in Moskau gespielt. Sie haben vor dem Weißen Haus in Washington gespielt. Am Zuckerhut in Rio de Janeiro. Und vermutlich auch ein bisschen an sich selber. Und also vermutlich, man weiß es nicht. Ich beeile mich ja schon. Jetzt Stefan Raab, komm zum Putte. Ja. Und ich möchte noch mal einen großen, bedeutenden, weisen Mann zitieren, der mal über diese beiden gesagt hat, kenne ich nicht, wer ist das? Ja? Und es ist also, diese beiden sind sozusagen die Siegfried und Roy des Rock'n'Roll. Sie sind die Rolling Stones aus Tötensen. Und ich glaube, ich verspreche nicht so viel, wenn ich sage, hier kommen zwei richtige Powerfrauen. Hier sind Modern Talking! Herzlichen Glückwunsch! Dieter! Dieter! Was sagt er nun? Herzlichen Glückwunsch. Jungs, ihr wisst ja, wie er ist, aber wenn ihr wollt, ist es eure Schlägerei jetzt. Ja, wir kennen Stefan schon so lange, der darf das. Wir sind schon lange mit ihm befreundet und so. Und ich weiß auch, dass Stefan besonders davon träumt, einmal in seinem Leben so viel Erfolg zu haben, wie wir es haben. Ja, ich bin ja eigentlich schuld daran, dass ihr zwei wieder zusammengekommen seid. Ach so, wieso? Ich habe das damals Dieter vorgeschlagen bei mir in der Sendung. Und Thomas, glaube ich, auch. Ja.
Und da haben sie sich gedacht, du hast mir okay, damals aber gleich in der Sendung etwas anderes vorgeschlagen. Das ist auch nach hinten losgegangen. Okay, sollen wir weiter... Alex, bitte? Tu nicht so unschuldig jetzt. Bitte was? Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Tu nicht so unschuldig, habe ich ja in der Zeitung gesehen. Du und Dieter, was Wie lief bitte? Da? Wie bitte? Ich und Dieter, was? Ich und Dieter. Das habe ich auch gehört. Wir sind nur zusammen vom Stuhl gefallen, das war's. So heißt es. Ich bin vom Stuhl gefallen, weil er mich umgerissen hat. Aber kein Problem, das war nur ein kleiner Witz bei der Waikiki Beach Party von Interaktiv. Aber darum geht's ja jetzt auch gar nicht, ja? Hör schon auf. Bevor ihr eure Danksagungen haltet, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, warum ihr den Lifetime Achievement Award überhaupt gewonnen habt. Matza, was sagt ihr nun? Also ich meine, es ist für mich auch immer sehr, sehr witzig, die Bilder von früher zu sehen, aber heute ist heute und an dieser Stelle hier und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei VIVA natürlich bedanken und ich glaube, was uns beiden sehr am Herzen liegt, bei unseren Fans, bei euch, nämlich ihr habt es möglich gemacht. Dankeschön und ich hoffe, dass wir noch ganz lange miteinander Spaß, Erfolg haben werden. Danke. Nichts mehr. Okay, Modern Talking und jetzt gleich sind sie auf der Bühne. Also bitte hinunter mit euch, Stefan Raab. Dankeschön. Hier ist die Band, die mich mehr beeinflusst hat als meine Eltern. Hier sind Modern Talking mit You're My Heart, You're My Soul im Eric Singleton Remix. 7.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking. It's a number one track for the love of my life. Everything I sacrifice just to make it my wife. Keep me hot like fire, never cold like ice. I pay any price cause she's just that nice. Every line of my rhyme is dedicated to you. And I'll always be true, never will you be blue. You're the best for me, I love you till I grow old. Worth more than gold cause you're my heart and soul. You're my heart, you're my soul. I keep you shining everywhere. You're my heart, you're my soul. I'll be holding forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. I'll be